meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich denke, ich muss jetzt schnell sein, weil wir etwas in Zeitverzug gekommen sind. Ich hoffe, es gelingt mir, obwohl die Frau Landeshauptfrau einen Satz gesagt hat in ihrer Rede, der mich elektrisiert hat. Sie hat gesagt, schlank ist schnell. Da haben wir gedacht, ich lege es jetzt drauf an. Ich werde dir, liebe Frau Landeshauptfrau, beweisen, dass auch ich ganz schön schnell sein kann, wenn es darauf ankommt. Und ich werde mich jedenfalls darum bemühen. Ja, liebe Frau Landeshauptfrau, ich habe auch heftig applaudiert, spontan und intensiv, als du den Standort Krems gelobt hast. Und ich muss schon sagen, für mich ist nach Krems zu kommen, und ich bin ja öfter hier, auch hier in der Donau-Uni, schon oft gewesen, das ist schon sowas wie Heimkommen, das ist keine Frage. Und die Donau-Universität Krems ist für uns auch in der Justiz ein wichtiger Partner. Wir profitieren stark von dem Know-how, das hier geboten wird. Und was mich an der Donau-Uni Krems immer wirklich so beeindruckt hat, ist die Mischung aus höchster Fachkompetenz und Leidenschaft für das, was man tut. Empathie sagt man neuerdings dazu. Aber das ist hier vorhanden, das spürt man. Und das schätze ich ganz besonders. Und natürlich, Magnifizenz, Fall Hammer kenne ich natürlich aus früheren Zeiten. Er wird sich daran erinnern, er war ja mal, als ich an der Uni Wien gewesen bin, sowas wie mein Chef im Wissenschaftsministerium. Und erinnere mich noch gut daran, an die Berufungsverhandlungen, als ich berufen wurde an eine Professur an der Uni Wien, 1998 muss das gewesen sein. Da hatten wir miteinander mehr zu tun, da hatten wir zu verhandeln. Aber wir waren uns schnell einig, denn es war völlig klar, ich wusste, ich habe nichts zu fordern und er wusste, er hat nichts zu bieten. Somit sind wir relativ schnell uns einig geworden. Und seitdem, glaube ich, ist unser Verhältnis auch ein ganz besonders gutes. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung jetzt in meinem Kompetenzbereich, die hat wirklich eine Bedeutung erlangt, die man nur unterschätzen kann. Ich habe es anfangs auch unterschätzt, aber ich darf heute wirklich mit Stolz sagen, dass die Digitalisierungsprojekte im Bereich der Justiz, die wir entwickelt haben, und das ist vor allem auch einzelnen Persönlichkeiten geschuldet, die hier wirklich sich ganz besonders engagiert haben, insbesondere unser Hofrat Schneider, ich habe ihn halt schon gesehen, er müsste hier sein, ja, da ist er. Also was er entwickelt hat mit Justiz 3.0 und allem, was damit zusammenhängt, im Interesse einer Verbesserung der Abläufe im Rahmen der Vorgänge bei der Justiz, das hat sich für uns zu einem Exportschlager entwickelt. Ich muss das sagen, wir haben ein Entwicklungsprogramm mit Griechenland, mit EU-Unterstützung laufen, und da wurden wir jetzt vom Internationalen Währungsfonds gelobt für ein Best-Practice-Beispiel, das darin besteht, dass wir dort mit dem Know-how, das wir entwickelt haben mit dem Hofrat Schneider, den elektronischen Zahlungsbefehl dort jetzt versuchen auch zu installieren. Ja, viele werden sagen, das ist ja nichts Besonderes. Naja, für viele Regionen auch in Europa ist das noch was Besonderes. Und wir können da so viel dazu beitragen, dass die Dinge dort besser werden, dass in manchen Regionen, wo das nicht der Fall ist, das Grundbuch wieder funktioniert. Und alleine dieser elektronische Zahlungsbefehl, der bewirkt natürlich, dass die Eintreibung seitens der Gerichte wieder besser funktioniert. Das freut die EU, das freut den IWF. Und mich freut es, dass wir hier wirklich durch unsere Digitalprojekte einfach einen Exportschlager entwickelt haben. Und da möchte ich wirklich sagen, da sind wir stolz darauf. Ich bin stolz auf diejenigen in der Justiz, die das entwickelt haben. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir in manchen Regionen, insbesondere auch am Balkan, durch solche Entwicklungsprogramme viel bewirkt haben und uns dadurch einen großartigen Ruf auch erworben haben innerhalb der EU. Das ist eine tolle Sache und zeigt die großartigen Chancen, die in der Digitalisierung stecken. Insbesondere, wenn es um bürokratische Abläufe und ihre Vereinfachung geht und wenn es darum geht, eben wirklich das Service für den Bürger zu verbessern. Da gibt es ganz großartige Dinge. Und bei der Gelegenheit möchte ich das auch gesagt haben, wenn wir etwa im Bereich der Bezirksgerichte darauf schauen, dass wir Service Center einrichten mit entsprechender Digitalisierung, dann dient das letztlich dem Bürger. Und das ist wichtig, dass wir hier diese Möglichkeiten haben. Und bei allem, was Digitalisierung betrifft, muss ich natürlich als Justizminister schon sagen, ja, wo große Chancen sind, sind auch große Gefahren. Und eigentlich geht es uns als Justiz darum, dass man wirklich hier versucht, das Optimale für den Bürger herauszuholen und auch dort gezielt gegen die Gefahren zu kämpfen, wo sie durch die Digitalisierung natürlich entstehen. Selbstverständlich, ist keine Frage. Es gibt keine große Erfindung, die nicht zugleich Fluch und Segen ist. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass unsere Staatssekretärin heute da ist. Sie ist
für mich so etwas wie die Jeanne d'Arc im Kampf gegen den Hass im Netz. Und wir sind hier wirklich verbunden in dem Bestreben, wirklich alles zu tun, um die Gefahren, die von diesem Bereich ausgehen, heute hintanzuhalten. Und das muss man auch tun und das ist auch wichtig. Letztlich auch ein demokratiepolitisches Problem, das man hier berührt. Ich bin sicher, das wird im Zuge dieser Tagung auch noch angesprochen werden. Und daher denke ich, macht schon Sinn, sich auch immer der Gefahren bewusst zu sein, die halt in der Digitalisierung stecken. Ich weiß schon, die Juristen haben immer den Ruf, das sind die Bedenkenträger und die wissen immer sofort, wo irgendwelche Gefahren lauern. Aber eigentlich geht es ja nicht darum, immer gleich Bedenken zu entwickeln, sondern es geht eigentlich uns immer um den Rechtsgüterschutz. Und was mit der Digitalisierung überhaupt an sich verbunden ist, an Potenzial, sowohl an Chancen als auch an Gefahren, das habe ich mir eigentlich beim Herfahren wieder in Erinnerung gerufen. Wissen Sie, ich habe mir immer wieder gedacht, ist eigentlich von der Grundidee her ein Wahnsinn, das Auto, das Automobil, dass man sozusagen einzelne Menschen einfach ohne irgendwelche Sicherung aufeinander losfahren lässt, nicht? Von der Grundidee eigentlich gar nicht so unbedenklich. Und heute, wo es ums autonome Fahren geht, wo es ums automatische Fahren von Fahrzeugen geht, denke ich mir, naja, das, was ich ursprünglich als einen sehr hohen Unsicherheitsfaktor eingeschätzt habe, nämlich den Faktor Mensch, den würde ich mir jetzt fast wieder wünschen, wenn ich an die Gefahren denke, die hier daraus resultieren. Und es ist aber auch das ein Beispiel dafür, dass man einfach versuchen muss, die Gefahren, die hier nun einmal da sind, für Rechtsgüter, und darum geht es uns ja, Rechtsgüterschutz müssen wir gewährleisten, einfach offen anzusprechen und hier auch ganz klar Grenzen zu ziehen, wo das auch notwendig ist. Und im Zusammenhang damit fällt mir eines noch ein, wir haben natürlich auch immer wieder zu berücksichtigen, dass letztlich das Wichtigste ja auch immer der Mensch ist. Und wir sehen das immer wieder auch, dass Menschen, vor allem ältere Menschen, mit dieser enormen Entwicklung im Digitalbereich überfordert sind. Das sind ganz banale Dinge, die einem halt so unterkommen. Wie oft habe ich schon ältere Menschen geholfen als Pendler beim Fahrbahnautomaten der ÖBB, der auch eine eigene Logik hat. Das ist eine Logik, die eher der Jugend vertraut ist und nicht den älteren Menschen. Ich war da sozusagen des Öfteren sowas wie ein Alltagsbetreuer und ich freue mich auch sehr darüber, dass dieser Zweig jetzt dann Unterstützung im sozialen Bereich auch in Niederösterreich forciert wird. Das wird uns helfen bei der Reform der Sachwalterschaft und dem Umstieg zu gewählten Erwachsenenvertretern. Das ist wirklich eine schöne Schnittstelle, die sich hier ergibt. Aber ich meine das ernst, man muss schon aufpassen, dass man hier die Menschen nicht überfordert. Denn der Mensch ist nun einmal das Wichtigste. Und bei allen Segnungen der Digitalisierung muss man sich schon immer wieder die Frage stellen, zu welchem Zweck dient es und wozu machen wir das? Und deshalb bin ich auch so dankbar für Agenda Austria. Ich bin dankbar dafür, dass es sie gibt, denn sie sind für mich eine Institution, die halt immer, wie soll ich sagen, die Vogelperspektive bietet, die man einfach braucht, wenn man sich im Dickicht verirrt. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann braucht es jemanden, der wirklich von oben wirklich versucht, einen Weg zu finden und ein bisschen heraustritt aus dem alltäglichen Kampf mit einer Vielfalt von Problemen. Und da ist mir eingefallen, dass wir in meiner Schulzeit, ich komme schon zum Schluss, ich muss schneller werden, ja, bin ich schnell, gell, Frau Landeshofer, bin schnell genug, ja. Aber wir haben da in der Schule, im Waldviertel, in meiner Mittelschule, hatten wir EDV als Freigegenstand. Und wir haben da stundenlang an einem Projekt gearbeitet, mit großem Stolz haben wir das dann verwirklicht und das ist mir eingefallen auch heute wieder. Das war so ein EDV-Programm, die Computersprache hieß Fortran, das wird keiner mehr kennen. Ja. Wir haben so Lochkarten verwendet. Ich habe noch ein paar Lochkarten daheim. Diese Lochkarten habe ich dann vorzugsweise verwendet als Lesezeichen. Am liebsten in Literatur, die sich kritisch mit Digitalisierung auseinandergesetzt hat, habe ich die Lochkarten als Lesezeichen verwendet. Aber ich meine, was ich damit sagen will, ist, was haben wir gemacht? Wir haben mit größter Begeisterung und größter Hingabe ein Programm geschrieben, das letztlich darin bestand, dass unser Nadeldrucker, wir sind im Jahr 1974, bitte, unser Nadeldrucker konnte dann automatisiert auf so einem Endlospapier eine Mickey-Maus-Figur zeichnen. Die Mickey-Maus konnten wir zeichnen mit EDV 1 und 2, hellauf begeistert. Aber das bringt mich halt schon zu dem Gedanken, dass man sich immer fragen muss,
was hat das eigentlich für einen Sinn? Ich meine, was hat es für einen Sinn, wenn man mit Hilfe von EDV-Technologie permanent Mickey-Mäuse zeichnen kann? Das hat eigentlich nicht wirklich einen Sinn. Und diese kritische Sichtweise hatten wir damals nicht. Und das ist auch gut so, dass wir sie nicht hatten. Aber ich denke, es macht schon Sinn, sich auch dieser Sichtweise bewusst zu werden. Und gerade dafür ist Agenda Austria die allererste Adresse. Daher wollte ich auch das noch mit einbringen, dass man eben den Menschen hier nicht aus dem Auge verliert. Um den geht es letztlich, und die Digitalisierung hat seinem Wohl zu dienen und hat ihn zu unterstützen und soll ihn nicht eine Gefahr für ihn darstellen. Denn, und ja, das fällt mir jetzt spontan ein, aber ich glaube, man kann das so sagen, der Mensch ist nun einmal analog. Also der ist sowas von analog, analoger geht es nicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Tagung, und ich bin überzeugt, Sie werden wieder Wichtiges arbeiten, was uns dann auch dient in unserer täglichen Arbeit. Dankeschön.